Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich brauche heute nichts machen, weil Kevin meint, abreißen können wir. Den Rest überlassen wir dann den Profis hier. Ja, wo stehen wir? Was macht er? Ihr habt schon angefangen. Wir haben schon angefangen, einfach ohne euch. Ja, muss da vorangehen hier. Ich dachte, es wäre vielleicht noch was kaputt zu machen, aber. Nein. Ja, doch, so ein bisschen Boden nehmen wir gleich noch raus. Weil du jetzt genau siehst, was ich dir mal erklärt habe. Alles nach unten raus und einmal verstärken und neu. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ansonsten sitzt du hier und sitzt irgendwann unten. Na, wenn du keine Stützen da drin hast und jetzt da reinguckst, ist der ganze Aufbau abgesackt. Den kann ich jetzt quasi so anheben. Ach ja, krass. Wir werden jetzt erstmal anfangen, hier die Seiten wieder zu verstärken, weil hier drunter muss ja auch Holz, wo das Ganze gegenkommt und dann Halt findet. Ja. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Verstrebung von innen hier wieder rein, kleben die rein, dann muss das erstmal trocknen. Und wenn das trocken ist, dann können wir die Bodenplatte reinsetzen und dann können wir das Ganze durch und durch verschrauben und kriegen dann wieder Steifigkeit rein. Ja, man sieht es da auch schon, dass ihr, es sieht schon. Ja, das war mal Holz. Jürgen, musst du durch? Ich möchte. Das ist der Jürgen, das ist der, der eigentlich hier arbeitet. Manchmal. Ja. Wir haben uns Pläne ausgedruckt. Wir haben Wohnwagen ja ausgemessen. Ja. Sollen wir da gleich mal was drin rumkritzeln, damit wir mal irgendwie so auf einen Nenner kommen, wo du hier irgendwelche Stützen siehst, wo wir die sehen und irgendwie sowas. Machen wir. So soll das mal irgendwann aussehen hier mit Schreibtisch und so weiter. Ja. Die Frage ist jetzt, ich hatte gedacht, dass wir hier hinten so eine Wand reinziehen. Einfach. Dann haben wir das gerade, damit haben wir oben wenig Probleme. Müsste allerdings ziemlich weit nach vorne gehen, ne, mit der Geraden. Mhm. Damit, ne, weil wir sind ja, oh, was sind das? 30 cm bald, die du hier hinten dann quasi verlierst. Aber dann haben wir halt noch was mit der, also für die Technik, die können wir dahinter verstecken. Hier soll ja noch ein Fernseher dran, ein dicker. Naja. Und ja. Naja. Also eigentlich steht jetzt alles. Ihr wollt mich sowieso nicht dabei haben. Hast du noch irgendwas offen oder willst du jetzt einfach weiter loslegen? Nö. Gucken, dass wir Steifigkeit reinkriegen und dann drauf aufbauen können. Darauf können wir aufbauen. Ja. Vielen Dank, Kevin. Danke dir. Nächstes pumpe ich jetzt die Ecke hoch, damit das schön im Gleichgewicht steht und dann halt eben eine ordentliche Verbindung hergestellt werden kann. Ist gebaut worden, da war ich noch in der Schule. Ich habe 78 habe ich meine Schreinerlehre angefangen. Ich habe jetzt hier meinen Anschlag für die neue Platte, die nachher hier reinkommt. Das Schleif habe ich jetzt beigeschliffen und jetzt muss ich noch hier eine Verstärkung reinbauen und dann muss ich bis hier noch abschälen, damit wir den schönen Übergang nachher kriegen. Na? Damit ich hier einen ordentlichen Übergang habe, habe ich das jetzt beigeschliffen, damit das sauber aussieht und nachher passt.